Hi Leute, willkommen zurück zur nächsten Folge. Ich starte heute mal im Hauptmenü, denn unser neues DLC ist online und ja, das ist unser neuer Background-Screen, den wir hier laufen haben im Hauptmenü. Wir können mal noch kurz hier in die neuen Spielstände reinschauen, sofern es da welche gibt. Kingdom End, genau, die Enthüllung und Herold der Königin. Das sind auch die zwei neuen Spielstarts, die man hier dann angehen kann. Wir machen jetzt erstmal mit unserem, ja, geplanten Spielstand weiter und ja, dann sehen wir uns gleich. So, heute mal hier noch im Ladebildschirm, einfach damit wir auch gar nichts verpassen können. Dann schauen wir jetzt mal rein und ja, dann gucken wir mal, wie wir denn in die neuen Content überhaupt reinkommen. Aber ich habe schon eine Vermutung. Mal schauen. Ich vermute ja, dass Bose uns gleich hier mal anhauen wird zu irgendwas. Zumindest ist das häufiger mal so gewesen. Und ja, da sind wir in unserem klassischen Spielstand. Die Karte gibt jetzt leider noch nicht allzu viel her. Ich glaube jedoch, dass sich die Baronen hier irgendwo befinden werden, denn man sah ja in den Intro-Videos, dass die Erde relativ gut zu sehen war. Deswegen vermute ich hier irgendwo die Barone in der Nähe der Terraner, der Argonen hier. Die haben ja irgendwo auch noch ein Sprungtor gehabt. Jetzt muss ich gerade mal selber nachgucken. Auch unsere Schiffe sind da unten noch fleißig am Zerstören. Klappt das denn hier auch? Ja, das sieht ganz gut aus. Machen alle, was sie sollen. So, jetzt müssen wir aber trotzdem nochmal gucken. Irgendwo gab es nämlich noch ein Tor. Und ich meine dort, hier. Hier in dem Sektor da müsste eigentlich noch ein inaktives Tor sein. Wir hatten uns das ja mal angeguckt. Wir nehmen jetzt mal ein schnelles Schiff. Na, die Ares vielleicht hier nicht gerade. Wir hatten ja noch eine Flotte gebastelt hier mit unseren Moreia. Die schicken wir mal dort rein. Leider konnten wir uns nicht mehr so ganz darauf vorbereiten. Eigentlich wollte ich ja noch ein paar Videos vorab machen. Jedoch hat mein, ja, Cloud-Anbieter dann ein paar technische Probleme gehabt. Und habe ich die gestern angeschrieben und habe gesagt, ist ein bisschen ungünstig, der Zeitraum für Probleme. Denn sonst wird das mit dem Release bei mir eher weniger was. Aber das, sie konnten mir jetzt einen Workaround geben, wie ich dann doch auch jetzt das Spiel spielen kann. Und aus dem Grund bin ich auch echt ganz froh. Gucken wir mal, wo sind denn überhaupt unsere Moreias hier? Die sind jetzt gerade mal losgeflogen. Wir haben doch sonst nichts irgendwie mal noch Schnelles irgendwie parat. Vielleicht sollten wir uns wirklich mal für so schnelle Flüge, beziehungsweise hätten wir ja eigentlich. Unsere Odysseus hat auch hier diese schöne Astrid hier. Dann schicken wir die jetzt einfach mal pauschal dorthin. Und in der Zwischenzeit besuchen wir doch mal Bozo. Vielleicht kann er uns ja mal irgendwas sagen. Oh, Livestream-Ansicht, das ist neu. Was ist denn das? Okay, okay, das hier sollten die neuen Kamera-Features sein. Ich hatte die Beta tatsächlich überhaupt gar nicht gespielt. Aber sieht ganz nett aus. Kinomodus ist AF8. Oh ja, guck mal da. Das sind ja diese neuen Kamera-Features. Finde ich echt ganz cool eigentlich. Das heißt, man kann auch Schiffe. Oh, das probieren wir doch gleich mal aus hier. Zum Beispiel hier die Astrid. Gucken, ob wir die uns auch live streamen können. Ja, das sieht doch schick aus.
können wir denn da noch machen? Die Ansichten wechseln oder? Ne, wir wechseln jetzt zwischen irgendwas anderes. Aber das ist ja echt cool, dass das funktioniert. Coole Funktion. Wir sind ja jetzt auch auf Stand, auf Patchstand 6.0 müsste es sein. Okay, die Moreia, die sind schon, die sind anders geflogen als die Astrid. Aber die Astrid ist tatsächlich so schnell, die wird da ruckzuck da sein. Gehen wir mal schnell noch zu Boso rüber. Genau, wenn wir da was im Menü mal sehen. Ich muss gestehen, ich habe mir die Patchnotes auch noch nicht durchgelesen. Aber das werden wir dann alles mal finden. Oh, die Aufzüge wurden geändert. Kann das sein? Wir gehen mal ins Wissenschaftslabor, wo Boso auch ist. Der dürfte jetzt auch ein bisschen redesigned sein. Ach, schade. Mit dem Fenster hier, das war eigentlich gerade echt cool. Und da ist Boso. Er wurde komplett... Ja, was heißt komplett? Er wurde ein bisschen neu designt. Sieht jetzt nicht mehr ganz so kantig aus. Und ja, rechnen wir ihn doch mal einfach an. Hallo auch. Und er mag nicht wirklich mit uns reden. Okay, gut. Dann lassen wir das mal. Die Astrid ist auf dem Weg. Die ist jetzt hier auch schon gleich da. Wir können uns da eigentlich schon mal drauf teleportieren. Erreiche System. Diese automatische Nachricht wird ausschließlich in der Nähe von Ketlers Untergang gesendet. Die Zeichen deuten darauf hin, dass wir in Kürze Zeuge der außerordentlich seltenen Reaktivierung eines Sprungtors werden. Das Bündnis der Horde hat eine Expedition zusammengestellt, um dieses seltene Ereignis zu untersuchen. Eine Reaktivierung, die wissenschaftlich untersucht werden kann, ist eine äußerst seltene Gelegenheit. Sie sind herzlich eingeladen, dabei zu sein. Okay, das heißt, haben wir da irgendwie eine neue... Ah, wir haben hier eine neue Questreihe. Das Bündnis am inaktiven Sprungtor anschließen. Sehr einfach. Ja, ich vermute mal... Such vor allem fähiges Personal, Unterstützung der Aufklärung. Dem anschließend ein wendiges Schiff mitzubringen, also kein Zerstörer. Oh, was wird denn hier angegriffen? Da wären ja unsere Moreia eigentlich perfekt für. Die wären dann auch gleich da. Wir können ja das Missionsangebot schon mal annehmen. Konkret heiße Sie in meiner Eigenschaft als Kommandant dieser Expedition willkommen. Das Bündnis der Worte ist ein Zusammenschluss von Gelehrten und Wissenschaftlern, die sich zum Ziel gesetzt haben, durch Zusammenarbeit das Verständnis zu fördern. Vor einigen Monaten erreichte uns über das Bodendrohnen-Netzwerk eine Nachricht der Boronen von Königsthal. Es scheint, als ob sie bei ihren Experimenten mit der Sprungtor-Technologie Fortschritte machen. Zunächst, das gebe ich zu, haben wir die Idee verworfen. So viele Wissenschaftler haben versucht, mit dem Sprungtor-Netzwerk zu interagieren. Sind gescheitert. Aber jetzt zeigt das runde Sprungtor in Ketlers Untergang unregelmäßige, aber unbestreitbare Anzeichen von Aktivität. Dies mag mit den Experimenten der Boronen zu tun haben, oder auch nicht. Aber die Zeitpunkte stimmen zu sehr überein, um es zu ignorieren. Aber lassen Sie uns nicht voreilig sein. Wir könnten uns mit unseren boronischen Brüdern und Schwestern wieder vereinen. Genauso gut könnten wir jedoch auch eine Flotte von Zerstörern der Xenon willkommen heißen. Diese Expedition hatte die Aufgabe, die vielen Unbekannten dieser Situation zu klären. Wir brauchen Späher, die uns helfen, diesen unbekannten Raum zu erforschen. Hey, das werden wir doch auch gerne direkt machen. Unsere Moreia, die sind hier im Anflug. Das ist aber ein wenig kaputt hier, die Kiste. Wir wechseln mal rüber. Dann brauchen wir auch gar nicht jetzt hier die Astrid. Erreiche System, Morgenstern. Werden wir jetzt einfach mal den Befehl abbrechen. Jetzt warten, bis das Ding hier steht.
Dann tun wir das noch reparieren. Das 1% hier. Das hätte ich doch gerne einmal gelöst. Andock-Erlaubnis erteilt. So, das dürfte es schon gewesen sein. Ja, das passt. Mal gerade gucken, wo sind denn eigentlich die ganzen anderen Schiffe, die... Ah, okay, wir haben hier auch noch eine bessere Ansicht, was die Schiffe denn jetzt genau machen. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Wir konfigurieren die Flotte mal auf Verteidigung um, dann sind die auch eher bei uns. Leerer Raum. Und wir hätten ja noch unsere kleine Cobra-Flotte hier. Die nehmen wir jetzt einfach mal hier mit rein. Und dann mal gucken, ob wir die brauchen werden. Aber da haben wir auch noch ein paar gute Schiffe mit dabei. Unser Odysseus. Ja, lassen wir den auch mal hier mitfliegen. Da haben wir auch noch ein größeres Schiff dabei. Dann werden wir jetzt auch die Astra zurückfliegen lassen. Ja, die Anzeigen hier wurden auch ein bisschen verbessert. Ah, mir fällt noch was ein. Autopilot ausgeschaltet. Bevor wir jetzt hier reinfliegen, gucken wir mal gerade hier auf irgendeiner Schiffswerft hier, der Haupt hier zum Beispiel. Die sollten jetzt eigentlich... Genau, ein Konstruktionsschiff haben, das dem Design der Fraktion nahe kommt. Gucken wir uns das auch mal bei den Teladi an. Ich finde das eigentlich auch mal ganz interessant zu sehen. Ah ja, guck mal da. Finde ich echt cool gemacht. Die Phoenix an sich, die ist geblieben. Da wurde jetzt nichts weiter geändert. Das hatte ich auch soweit jetzt gelesen. Und wir wollen jetzt zu den Boronen. Das wohl eher langersehnste Element hier in dem Spiel. Und da ist auch schon die Flotte. Verteidiger. Ist ja ganz interessant. Genau, die Bündnis der Worte. Den hatten wir so minimal mal zu tun. Ich freue mich, dass alle es geschafft haben. Entdecker, bitte formieren Sie sich, um die übrigen Teilnehmer zu berücksichtigen. So viele Schiffe. Ich kann kaum glauben, dass wir tatsächlich hier sind, bereit, Zeugen von etwas wahrhaft Historischem zu werden. Der Terranische Geheimdienst wurde auf eine mögliche Sprungtoraktivität aufmerksam gemacht. Das Interventionskorps wurde angewiesen, eine Bedrohungsanalyse im Hinblick auf die möglichen Auswirkungen auf Sol-Territorien vorzunehmen. Wir können die Sicherheit aller nur garantieren, solange die Expedition in der Nähe der Interventionsflotte bleibt. Wir raten jedoch allen, sich von unseren Feuerbögen fernzuhalten. Erstes kennst Dorton auf eine gewisse Aktivität hin. Wir müssen näher heran, um die Situation besser einschätzen zu können. Missionsspezialistin, nähern Sie sich der Gondel des Sprungtors und nehmen Sie Kontakt mit ihr auf, um einen direkten Datenstrom für unser Wissenschaftsteam an Bord zu initialisieren. Bestätigt. Nähern uns dem Sprungtor. Scanner aktiviert. Zugriff auf Gondel. Datenstrom ist initialisiert. Es sieht so aus, als ob... Rückzug! Energie steigt rapide! Kampfstationen. Vorbereiten zum Angreifen. Nichts? Na dann. Interventionskorps. Vorbereiten auf das Durchqueren. Die Expedition wird dicht auffolgen. Missionsspezialistin, bleiben Sie hier und richten Sie einen Außenposten ein, um die Koordinaten des Sprungtors vollständig auszulesen. Bin dabei, Sir. Gute Reise, ihr alle.
Okay. Das Sprungtor wurde jetzt aktiviert. Und wir sollen das Sprungtor jetzt durchqueren. Machen wir doch. Na, bewusst hier nicht mit Vollgas durch. Wir wollen ja auch direkt hier mal was sehen. Erreiche System. Wachsamer Blick. Vorläufige Scans deuten darauf hin, dass dieses System unbewohnt ist. Keine Anzeichen von Bewohnern oder irgendeiner anderen Art von Leben. Biologisch oder künstlich. Das kann nicht stimmen. Sind Sie sicher, dass die Sensoren nicht defekt sind? Es ist so lange her. Ich dachte wirklich, heute wäre der Tag, an dem ich mich endlich wieder mit meinen Flossenverwandten treffen würde. Fassen Sie Mut, Barone Maxiel. Sie könnten Ihrer Wiedervereinigung schon einen Schritt näher sein. Entdecker, wir brauchen eine detaillierte Kartierung des Systems. Die Aufgabe liegt in Ihren Händen. Hier gibt es viel zu lernen. Erwarte Befehle. Nicht die aufregendste aller Überraschungen, aber besser als die Aufregung über eine unerwartete Xenon-Enklave, nehme ich an. Okay, ein paar Sprachbugs haben wir hier noch. Unten spricht noch ein Teladi mit uns. Das muss wohl noch nachgepatcht werden. So, wir sollen jetzt das System hier erkunden. Wo sind denn unsere Flottengenossen hier genau? Die schicken wir doch jetzt mal hier direkt los. Und werden da eine Erkundung des Sektors hier mal initialisieren. Wir wollen ja nicht alles selber machen. Ich denke, wenn er sich jetzt mal darum kümmert. So, dann haben wir nämlich noch einen anderen. Der kann dann so ein bisschen die Innenrange hier aufklären. Oder auch nicht. Okay, dann fliegen wir jetzt mal zu denen. Wir haben einige Punkte von potenziellem Interesse identifiziert. Bei dieser Entfernung haben wir Schwierigkeiten, genaue Positionen zu finden. Versuchen Sie, sie für uns zu lokalisieren. Ey, wir haben ja ein flottes Schiff dabei. Gucken wir uns das mal an. Also, wir sind jetzt hier in einem der neuen Sektoren. Leider noch nicht so ganz das, was wir erwartet hätten. Mal schauen. Ich meine, das ist ja grundsätzlich mal ein schicker Sektor. Aber gucken wir mal. Liegen wir hier zum ersten Punkt, wo wir hin sollen? Mal können von den beiden. Wir könnten ja eigentlich auch einen Satelliten aufstellen. Dann ist das eigentlich schon mal klar. Oh, da hat doch was gebingt hier. Erweiterter Satellit. Wir scannen mal nochmal. Oder war das jetzt von unserem Satelliten? Ich glaube, das war vom... Ah, Moment mal. Ne, da unten ist doch etwas. Genau, da ist ein Schiff. Ach du meine Güte! Könnte das... Heilige Dreidimensionalität! Ein boronisches Schiff! Mein Instinkt sagt mir, dass wir uns das genauer ansehen sollten. Ja, das werden wir jetzt auch machen. Sieht aber mehr nach einem zerstörten Schiff hier aus.
Autopilot eingeschaltet. Autopilot ausgeschaltet. Ja, Autopiloten wollten wir jetzt erstmal nicht. Gucken uns jetzt erstmal das Schiff an. Ach, das sieht ja schon. Ihres Schiffes registrieren eine schwache Energiesignatur in den Träumern. Okay. Das Schiff hier sieht ja schon zerstört sehr gut aus. Ich bin echt gespannt auf die vollen Schiffe. Oder die nicht zerstörten Schiffe. Was können wir denn hier noch machen? Ich würde sagen, wir steigen mal aus. Wir müssen nur den Befehl hier abbrechen, dass es auch hier bleibt, das Schiff hier. Oder wir können ja auch erstmal mit dem anderen Scanner mal schauen, ob wir hier irgendwelche Nachrichten vielleicht finden. Ah, hier vorne. Assistent, ich denke, Sie sollten sich passend anziehen und nachforschen. Okay. Machen wir doch. Ich muss gestehen, ich weiß auch gar nicht mehr, was wir eigentlich noch ursprünglich machen wollten, aber. Versuchen Sie, die Konsole zu reparieren, um Zugang zu erhalten. Aber dadurch, dass ich ja die Cloud-Probleme hatte, müssen wir wohl direkt hier einsteigen. Und ja, sind die Bronnen. Eins der DLCs, Kingdom End. Und ja, gucken wir mal. So, wo müssen wir denn da diese Konsole da reparieren? Ah, da unten. Ein bisschen versteckt tatsächlich. Druckabfall registriert. Okay, reparieren wir erstmal hier das Teil. Und nun? Sieht mehr wie ein Container hier innerhalb des Schiffs aus. Uns auch kaum bewegen. Ah, okay. Da hätten wir doch was. Ich spiele das hier auch jetzt zum ersten Mal mit euch. Also ich habe hier noch nichts irgendwie mehr angeschaut. Das heißt, wir werden jetzt alle hier überrascht sein. System enthält. Der Zeitpunkt kann kein Zufall sein, oder? Kurz nachdem wir die Nachricht von den Bronnen erhalten haben? Ist es möglich, dass ihre Experimente irgendwie mit der Reinitialisierung des Sprungtors zu tun hatten? Koordinaten und Zeitpunkt sind relevant, aber nicht schlüssig. Tatsache ist, dass dies definitiv nicht Königsthal ist. Interstellare Botendrohnen sind nicht die schnellste Form der Kommunikation. Wir wissen nicht, was auf der Seite der Bronnen seit ihrer letzten Nachricht geschehen ist. Theoretisch ist eine Verbindung zwischen den beiden Toren möglich, aber das ist eben nur eine Theorie. Es könnte durchaus sein, dass die Systeme in der fernen Vergangenheit miteinander verbunden waren.
Ja, leider bedeutet eine theoretische Kompatibilität an sich nicht viel. Wenn es einfach wäre, diese Sprungtore zu aktivieren oder umzuprogrammieren, hätte ich diese Herausforderung sicher schon längst gemeistert. Der Split hat Ihnen nicht gerade die Wahl über Ihren Forschungsschwerpunkt gelassen. Könnten das die Boronen sein? Könnten sie wirklich Sprungtortechnologie entschlüsselt haben? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Zu diesem Zeitpunkt wäre jede weitere Hypothese reine Spekulation. Solange wir keine weiteren Beweise haben, halten Sie Ihre Ideen bitte aus der allgemeinen Kommunikation heraus. Wenn Sie Ihre Theorien näher erläutern müssen, können Sie sie gerne schriftlich festhalten. Okay. Da seht ihr hier, wie das Schiff hier so schön glänzt, hier mit den Lichtern. Finde ich echt cool. Dann würde ich sagen, fliegen wir mal zu dem nächsten Punkt hier weiter. Also das ist ein bisschen, noch ein bisschen rätselhaft, ne? Das finde ich auch eigentlich ganz gut. Fliegen mal zum nächsten Bereich hier. Gucken wir mal, was dort noch ist. Die Sektoraufdeckung sollte eigentlich auch am Laufen sein. Okay. Ich meine, dass die Boronen das Sprungtor-System hier nutzen würden, wäre auch nicht unwahrscheinlich. Denn wenn man mal nach X1-2 geht, sind die Boronen ja auch relativ technologisch weit entwickelt. Von daher, ich mache erstmal keine Sorgen. So, und hier hätten wir direkt schon mal... Moment mal, ich glaube, ich empfange gerade... Oh nein, vergessen Sie das. Hier gibt es nichts Interessantes. Die besonderen Bedingungen dieses Systems machen es recht mühsam, genaue Messwerte zu erhalten. Okay, aber was ist denn das hier eigentlich? Wir sehen doch... Oder ist das das Sprungtor? Mal gerade gucken. Ja, okay, das dürfte das Sprungtor sein. Oh, hier ist noch ein Sprungtor. Das hätten wir schon mal aufgedeckt. Gucken wir mal gerade... Und zwar er hier, genau. Den schicken wir jetzt mal noch einmal hier durch. Der soll jetzt auch mal hier noch die Mitte freidecken. Ungefähr so. Die Odysseus, die wartet hier noch auf die anderen Schiffe. Die Cobra ist mittlerweile da, die ziehen wir mal mit nach. Dann würde ich sagen... Sprungtor, unbekannt. Entdecker, Sie haben ein nicht identifiziertes Schiff auf Anfangkurs. Dies ist unser erster Kontakt in dem neu eröffneten Sprungtor-Netzwerk. Wir haben keine Ahnung, wer die sind oder was sie vorhaben. Untersuchen Sie es und nehmen Sie Kontakt auf, wenn möglich. Aber bleiben Sie wachsam. Okay, wir fangen jetzt ein Schiff ab. Unbekanntes Schiff. Du meine Güte, Aliens! Bitte haben Sie keine Angst. Ich werde sogleich meine Waffen deaktivieren. Seien Sie gegrüßt. Ich freue mich so sehr, Ihre Bekanntschaft zu machen. Erwarte Befehle. Unglaublich. Endlich haben wir Kontakt zu unseren aquatischen Verbündeten. Osotar, empfangen Sie das hier. Abenteurerin. Ich wäre entzückt, Zeit mit Ihnen zu verbringen.
Als ernannter Delegierter des Bündnisses der Worte gestatten Sie mir, dass ich Sie und Ihr Volk grüße. Es ist mir eine Ehre, Ihre Bekanntschaft zu machen, Milati. Ich bin zwar nicht in offizieller Funktion tätig, aber es ist großartig, tatsächliche Personen von jenseits des nicht verbundenen Sprungtores zu sehen. Wie sind Sie hierher gekommen? Hat sich ein Sprungtor wieder geöffnet? Sind wir wieder verbunden? Oh, ich wusste, dass es irgendwann passieren musste. Welch frohe Kunde! In der Tat, eine denkwürdige Nachricht. Auch wenn es uns keineswegs klar ist, wie es dazu gekommen ist. Es gab Spekulationen, dass die Boronen eine Reinitialisierung des Sprungtors ausgelöst haben. Nachrichten von ihren Wissenschaftlern deuteten darauf hin, dass sie an einer solchen Aufgabe arbeiteten. Bitte, können Sie uns den Weg nach Königsthal weisen? Sie stehen in Kontakt mit Königsthal? Das sind ja fabelhafte Neuigkeiten. Es ist Jahrzehnte her, dass wir abgeschnitten wurden. In all dieser Zeit haben wir nichts von dort gehört. Die Trennung der Verbindung mit Nishala war für uns alle unbeschreiblich schmerzlich. Erwarte Befehle. Mein System befindet sich in tiefem Aufruhr. Nach all den Jahren einen Boronen zu treffen, ist eine unbändige Freude. Aber festzustellen, dass auch Sie von der Heimatwelt abgeschnitten sind, ist ein Jammer. Mehr als Sie ahnen, Busota. Wir alle haben diesen Verlust sehr betrauert. Aber wie regieren Sie sich ohne Zugang zu Königsthal, Ihrer Königin und dem Parlament? Nach der Trennung gab es eine Zeit des Chaos, bis ein königlicher Vogt ernannt wurde. Ich habe mit ihm zu tun gehabt. Es wäre mir ein Vergnügen und eine Freude, Sie einander vorzustellen. Wir müssen uns sputen. Es gibt viel mit Ihrer Führung zu besprechen. Folgt mir, ihr Kavalkade neugieriger Kreaturen. Eine boronische Gesellschaft, die nicht von einer Königin geführt wird? Das ist etwas schwer vorstellbar. In der Tat, Usota. Oh. Aus Ihrer eigenen Erfahrung heraus verstehen Sie den Schmerz der Trennung. Ich bezweifle, dass andere Spezies die biologische Tiefe unserer harmonischen gesellschaftlichen Verflechtung zu schätzen wissen. Es war schlimmer, als es nun ist. Früher war es so, dass alle unsere Systeme isoliert waren. Getrennt, nicht nur von Königsthal, der Königin und der Heimatwelt Nishala, sondern auch voneinander. Glücklicherweise haben sich mehrere unserer Systeme schließlich wieder miteinander verbunden. Aber keines davon erhielt eine Nachricht aus der Heimat. Eine Reorganisation wurde notwendig. Die treibenden Provinzen, wie wir uns selbst bezeichnen, waren immer nur als vorübergehende Einrichtung gedacht. Aber unter dem königlichen Vogt haben sie sich zu einem umfassenden Regierungsorgan entwickelt. Doch einige von uns haben Königsthal nie verloren gegeben. Ihre Kommunikation mit der Heimatwelt ist in höchstem Maße bedeutsam. Keine Seele in diesen Systemen hat je einen Beweis dafür gefunden, dass Königsthal überhaupt noch existiert. Oh, flotte Schiffe haben es auf jeden Fall mal. Wir kommen nämlich hier eigentlich kaum hinterher. Zumindest mal schwierig. Und wir fliegen. Du meine Güte. Jemand von jenseits unseres Hoheitsgebiets. Das zeigt doch sicherlich, dass unsere Berichte korrekt sind. Das einst ruhende Sprungtor hat tatsächlich seine Funktion wieder aufgenommen und unsere Provinz mit unseren Verbündeten von ehedem in Verbindung gebracht. Erkennen Sie, was das bedeutet? Alle Ressourcen der Gemeinschaft der Planeten sind zum Greifen nah. Endlich. Endlich eine Chance, die Knappheit zu beenden. Erhöhen Sie das Tempo. Immer noch ich muss Sie vorwarnen. Die treibenden Provinzen sind nicht gerade mit dem Luxus des alten Königreichs überschwemmt. Der Schmerz der Trennung war und ist ungebrochen konstant. Aber auch unsere Wirtschaft hat gelitten. Der Mangel an lebenswichtigen Gütern sitzt tief und ist einschneidend. Die
Verbindung mit dem Netzwerk könnte zumindest einige dieser Probleme lindern. Okay, dann fliegen wir jetzt mal hier durch. Ein boronisches Schiff hat sich schon hier in den Sektor aufgemacht. Ein leerer Sektor tatsächlich noch, aber das könnte auch eine gute Möglichkeit sein, Handel zu treiben. Erreiche System, karge Küste. Piranha. Okay, wir sind jetzt in karge Küste. Wir machen mal hier einen Scan in den Raum. Erwarte Befehle. Ja, da gibt es noch mehr zu sehen. Das ist doch hier ein Job für unsere Moray, ja. Ist vielleicht ein klein wenig übergriffig, hier direkt hier schon loszulegen. Aber ich denke, das verkraften unsere boronischen Freunde. Und ich bin ja echt froh, mal wieder die Boronen zu sehen mit ihrer freundlichen Art, egal was passiert. Sind uns intellektuell wohl überlegen. Okay, so, jetzt hätten wir, denke ich, soweit alles. Nila T, Sie bringen uns Gäste, Außenseiter und noch dazu mit einer Flotte. Was haben Sie so angestellt in letzter Zeit? Mehr als das, verehrter königlicher Vogt. Ich bringe verheißungsvolle Neuigkeiten. Die Flotte. Diese von einem Paraniden geführte Flotte. Sie kam aus dem ruhenden Sprungtor in wachsamer Blick. Sie haben mit Königsthal kommuniziert. Sie haben kein Sprungtor nach Königsthal. Aber sie haben Kommunikation. Wir sind endlich wieder mit dem Netzwerk verbunden. Du meine Güte. Die... Wenn... Die Delegation bittet um eine Audienz. Dürfte ich... Ja, ja, natürlich. Selbstredend. Es gibt so viel zu besprechen, so viel zu bedenken. Mein verehrter königlicher Vogt, dürfte ich mit Verlaub die Delegation begleiten? Ich bin mir sicher, Sie haben andere Dinge zu tun. Diplomatie hält schließlich nicht den gleichen Nervenkitzel wie Erkundung bereit, nicht wahr? Bitte, verehrter königlicher Vogt, mit Verlaub. Selbstverständlich, Nila T. Begleiten Sie die Delegation auf jeden Fall. Entdecker. Sie haben sich bisher sehr nützlich gemacht. Ich beauftrage Sie, uns zu einem Treffen mit dem königlichen Vogt zu begleiten. Ich könnte Ihr Wissen vielleicht gebrauchen. Okay, hier hätten wir... Ich habe einen zweifellosen Eindruck auf den Kommandanten der Expedition gemacht. Ich spüre, dass Sie immer mehr den Mittelpunkt seiner Pläne rücken. Schließen Sie sich der Delegation an. Beobachten Sie diesen königlichen Vogt. Okay. Ich muss mich um einige Experimente kümmern, aber ich werde sie im Auge behalten. Okay, was hätten wir denn hier für ein Schiff? Ein Träger? Den Träger und ein Zerstörer als Symbol? Müssen wir mal gerade was nachgucken. Naja, eigentlich sollten die ja... Naja, wir warten es mal ab. Wir werden jetzt hier auf dem Boronenschiff erstmal andocken und dann gucken wir mal. Andockerlaubnis erteilt. Das ist doch mal ein cooles Andockverfahren hier. Erfolgreich. Ein boronisches Großschiff, dass ich das noch erlebe. Ein perfektes Gleichgewicht von Funktion und Ergonomie. Und mit einem solchen Flair. Mein derzeitiger Aufenthaltsort ist im Vergleich geradezu armselig. Ja, das sind noch immer coole Aussichten. Echt coole Landebuchten hier. Dann gehen wir jetzt mal fragen und mal besprechen, was es hier so gibt. Wir gehen zur Brücke. Ja, da fangen wir mal an. Mein Ropalium explodiert förmlich geradezu vor Freude, geschätzte Besucher willkommen zu heißen.
Dieser historische Anlass ist der erste seiner Art. Ich bin Leda W., königlicher Vogt der treibenden Provinzen. Im Namen Ihrer Majestät, der Königin, und als Ihr treuer Diener ist es mir eine ausgesprochen große Freude, einen Abgesandten des Paranidischen Reiches begrüßen zu dürfen. Und ich bestehe unbedingt darauf, dass Sie mich auf eine informellere Tour begleiten, sobald das Tagesgeschäft erledigt sein wird. Hochgeschätzter königlicher Fotleder W., danken Ihnen für Ihren höchst freundlichen Empfang. Sie müssen mir vergeben. Ich, Numan Karet, bin kein Abgesandter des Gottesreichs. Ich vertrete das Bündnis der Worte, ein diplomatisches Forum und eine wissenschaftliche Organisation, die von verschiedenen Rassen des Netzwerks getragen wird. Meine Güte. Aber haben Sie denn Patentbriefe vom Gottesreich? Die treibenden Provinzen sind in arger Bedrängnis. Wir müssen Konditionen bezüglich einer Unterstützung aushandeln. Ich möchte noch einmal betonen, ich spreche nicht für die paranidischen Autoritäten. Doch wir bringen Nachrichten, die Freude auslösen könnten. Wir stehen im Kontakt mit Königsthal. Es ist eine beschränkte, labile Kommunikation. Aber dennoch Kommunikation. Vor einigen Monaten erhielten wir Nachricht von Ihrer Heimatwelt. Es war ermutigend zu entdecken, dass das Herz der boronischen Welt die Sprungtorabschaltung überlebt hat. Und von dem ehrgeizigsten Projekt jener Boronen zu erfahren. Ihre gesamten wissenschaftlichen Ressourcen sind darauf ausgerichtet, die Sprungtor-Technologie zu verstehen und zu beeinflussen. Wir bitten demütig um Ihre Erlaubnis, die ruhenden Sprungtore in Ihrem Hoheitsgebiet untersuchen zu dürfen und einen wissenschaftlichen Außenposten in der Region einzurichten zu dürfen, falls nötig. Es gibt so viele Implikationen zu bedenken. Dies ist wirklich monumental. Ich fürchte, ich muss Ihre Bitte leider zurückweisen. Vorerst. Wir dürfen nicht überstürzt handeln. Bei den glitzernden Wassern von Nishala. Ich verstehe nicht. Wir bitten Sie um nichts weiter als um Ihre Erlaubnis. Wir möchten auf keinen Fall Ihre Ressourcen strapazieren. Leda W., Sie versuchen uns mit Königsthal zu verbinden. Sie haben Kommunikation. Nila T., diese Besessenheit, die Heimat zu finden, ist ganz die ihrige. Sie ihrerseits mögen sicher den Luxus leisten können, auf der Suche nach Wundern durch die Galaxie zu gondeln. Aber ich hingegen, ich trage Verantwortung. Ich habe das Wohlergehen von Milliarden von Seelen zu berücksichtigen. Unsere Gäste haben bereits deutlich zu verstehen gegeben, dass das äußere Sprungtor-Netzwerk mit all seinen Ressourcen wohlgemerkt nicht in der Lage war, eine Verbindung zu unserer Heimatwelt herzustellen. Die Priorität zu diesem Zeitpunkt und bei diesem Stand der Dinge ist das Wohlergehen unseres Volkes. Und davon werde ich mich keinesfalls abbringen lassen. Verehrter Gastgeber, wir werden natürlich die Kommunikation mit den Regierungen des Sprungtor-Netzwerks beschleunigen. Ich bin sicher, dass gerade in diesem Moment Abgesandte ihre Vorbereitungen treffen. Doch, wenn wir einfach... Genug davon, bitte. Ich verstehe Ihr Anliegen, aber ich glaube nicht, dass Sie verstehen, was auf dem Spiel steht. Bitte haben Sie Geduld. Aber für den Moment ist die Angelegenheit damit geklärt. Ungeheuerlich! Die Regierung der boronischen Königin selbst setzt alles daran, die Verbindung wiederherzustellen. Und Sie lehnen es ab, dies zu unterstützen? Was für eine Art von königlichem Vogt sind Sie? Bitte. Mit dem Austausch von Beleidigungen ist niemandem gedient. Das ist absurd. Unsere Arbeit ist von größter Bedeutung. Ihre Halsstarrigkeit ist mir unbegreiflich. Ich werde aufbrechen. Auf dem Weg zum Dock. Warte auf Abholung. Das hätte sicherlich besser laufen können. Aber vielleicht ist noch nicht alles verloren. In der Tat. Der königliche Vogt scheint von dieser Nachricht etwas überwältigt zu sein. Vielleicht sollte man ihm einfach zuhören. Seine Ängste zu verstehen könnte helfen, sie zu mildern. Ja, wir sind hier schon am Fliegen. Schickes Schiff, schicker Sound. Da gibt es noch mehr Tore. Ich glaube, wir werden auch jetzt hier ins Anfliegen. Das Protektorat hat festgestellt, dass dieses System keine Bedrohung für die Bürger von Sol oder das größere Netzwerk darstellt.
Unser Befehl lautet, eine strategisch wichtigere Position anzusteuern. Trotzdem, wachsam bleiben. Niemand von uns weiß, was da draußen lauern könnte. Das Bündnis der Worte dankt Ihnen für Ihre Unterstützung. Von nun an werden wir allein vorgehen. Unsere militärischen Freunde werden anderswo gebraucht. Okay, wir sollen jetzt vermitteln. Hallo. Wir sprechen doch einfach mal mit Lederweh. Ah, die stille Person von unserer enttäuschenden Vorstellungsrunde. Wir fragen mal, ob alles in Ordnung ist. Ich bedauere meine Haltung bei unserem Treffen. Sie müssen wissen, ich habe bereits seit Jahrzehnten keine diplomatische Veranstaltung mehr ausgerichtet. Bedauerlicherweise bin ich es einfach nicht gewohnt, mit jemand anderem als mit Boronen zu kommunizieren. Ich hoffe, Sie sehen mir das nach. Wir Boronen tauschen uns untereinander aus und verlassen uns dabei auf komplexe Strukturen von Pheromonen, nicht nur auf bloße Worte. Es gab so viel zu kommunizieren, so viel zu sinnieren. Doch die Worte vermittelten nicht, was ich meinte. Sie müssen sich das bitte so vorstellen, als malten sie einen Ozean, hätten aber nur eine einzige Schattierung von Blau, um dies zu tun. Okay. Fragen wir mal, warum er in der Situation hier überhaupt ist. Von Zeit zu Zeit verbringe ich meine wachen Nächte damit, über genau diese Frage nachzudenken. Es wäre irreführend, die Schuld für all unser Elend auf die große Sprungtorabschaltung zu schieben. Tatsächlich war es so. Als wir das erste Mal aus dem größeren Netzwerk gerissen wurden, blieb die große Mehrheit unserer boronischen Systeme untereinander verbunden. Abgeschirmt von äußeren Bedrohungen begann ein neues Zeitalter der Reflexion und des wissenschaftlichen Schaffens. Und während diese Friedenszeit den Wohlstand von Königsthal zu fabelhaften neuen Höhen führte, waren wir nicht selbstgefällig. Im gesamten Königinnenreich wurden Ressourcen bevorratet. Eine vorbeugende Maßnahme. Oh, wir glaubten, wir seien vorbereitet. Doch in Wahrheit waren wir weit davon entfernt. Wir Boronen sind von Natur aus miteinander verbunden, verstehen Sie? Wir gedeihen in einer Art kollektiver, angeborener Affinität. Als diese Verbindung getrennt wurde, fand sich jedes System in völliger Isolation wieder. Ich muss leider sagen, dass alles recht schnell zerfiel. Die Produktivität brach in katastrophalem Maße ein. Vorräte waren weit schneller erschöpft als ursprünglich angenommen. Und es gab keinerlei Möglichkeit, sie wieder aufzufüllen. Nach Jahren der Trennung und Unordnung wurde Großes Riff schließlich wieder mit Karge Küste verbunden. Später kamen dann noch einige andere Systeme hinzu. Die treibenden Provinzen wurden gegründet. Aber zu diesem Zeitpunkt war der Schaden bereits geschehen. Uns fehlten noch immer entscheidende Ressourcen. Ich möchte behaupten, dass der kollektive psychologische Leidensdruck der Trennung die Ursache dafür war. Mehr noch als die offensichtlichen logistischen Herausforderungen, welche die Sprungtorabschaltung mit sich brachte. Okay, dann gucken wir mal nach einer positiven Lösung. Ihr Expeditionsleiter schien kaum in der Stimmung für positive Lösungen zu sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie sich anmaßen, an seiner Stadt zu sprechen. Assistent, vielleicht hilft es Ihnen bei Ihrer Lösungsfindung, wenn Sie zunächst mehr Zusammenhänge aufdecken. Okay, mehr können wir jetzt auch gar nicht mit ihm sprechen. Haben wir natürlich gerade hier noch ein Autosave mit drin, aber das passt ja gerade. Gehört zu der Fraktion Treibende Provinzen. Ich vermute, dass da noch mehr kommt. Wir laufen jetzt einfach mal hier nach. Wo sollen wir denn da hin? In die Crewquartiere. Das machen wir doch mal. Unsere Differenzen. Aber ich hatte keine Ahnung, dass er so stur sein würde.
Es tut mir so leid, dass du diese peinlich unharmonische Vorführung miterleben musstest. Leda W. und ich sind uns in vielen Dingen uneinig. Aber er ist kein schlechter Borone, weißt du? Er ist einfach nur verängstigt. Hey, vor was fischt er sich denn überhaupt? Ich glaube, er hat Angst zu versagen. Auf ihm lasten die Erwartungen aller Provinzen. Er möchte, dass alle in Sicherheit sind. Und ich glaube, er befürchtet, dass deine Expedition eine ohnehin schon gefährliche Situation noch verschlimmern wird. Okay. Ja, voller Gefahren. Die Provinzen liegen unangenehm nahe an Ka'ak-Gebiet. Als Heimat der Dunkelheit sich zum ersten Mal mit den Provinzen verband, löste es regelmäßige Angriffe aus. Wir haben es kaum geschafft, uns mit dem bescheidenen Militär, das wir zusammenschustern konnten, zu schützen. Zum Glück haben sich die Wogen vorerst geglättet. Die Übergriffe der Ka'ak kamen schließlich zum Stillstand. Alle Versuche, mit diesen rätselhaften Kreaturen zu kommunizieren, sind gescheitert. Ich würde also zögern, es einen Waffenstillstand zu nennen. Es ist eher eine Ruhephase innerhalb der Feindseligkeiten. Wie du dir vorstellen kannst, bleibt die Situation recht heikel. Ja, das hier hat man, glaube ich, gerade schon, oder? Ja, voller Gefahren. Die Provinzen liegen... Okay, dann vielleicht mal noch hier das? Oh, das hast du also mitbekommen, ja? Immer wieder wandte ich mich an Leda W., wegen der nötigen Mittel, um unseren Weg nach Hause zu finden. Aber er ist zu dem Schluss gekommen, dass die Anstrengungen, die dafür aufgewendet werden müssten, einen unmittelbaren Preis für unser Volk haben. Ich möchte keinesfalls, dass du den Eindruck bekommst, dass mir meine Mitboronen hier egal sind. Wir mögen hier draußen im Randgebiet sein, aber ich versuche dennoch wirklich, etwas für die Boronen zu bewirken. Den Untertanen der Königin zu dienen, sehe ich als meine Pflicht an. Weißt du, ich möchte nicht zu viel Aufmerksamkeit darauf lenken, aber ich selbst bin Spross eines kleinen gestrandeten Königshauses. Oh, aber bevor du dich verbeugst oder so, ich stehe nicht auf der Liste für die direkte Thronfolge. Und so funktioniert unsere Monarchie sowieso nicht. Dennoch treibt es mich an, einen Weg zurück nach Hause zu finden, damit sich unsere Leute wieder an einem wiedervereinigten, fröhlichen Reich erfreuen können. Okay. Ich wünsche eine angenehme Reise. Gut, Und wo sollen wir denn hier noch hinlaufen? Dann gehen wir noch mal kurz auf die Brücke. Ich glaube, der Dialog ist aber der gleiche dann. Ah, die stille Person von unserer enttäuschenden Vorstellungsrunde. Okay, dann gehen wir mal auf unser Schiff. Das ist noch eingepackt. Oh ne, wir sind sogar auf einem anderen Dockbereich. Ah, da ist unser Paranide, mit dem wir hier vermitteln sollen. Für wen hält sich dieser Narr? Begreift er nicht die Tragweite unserer Mission? Er verweigert seine Zustimmung? Wir machen notfalls auch ohne weiter. Ja, das hört sich ja schon super an für den Start. Beruhigen wir ihn mal. Warum, glauben Sie, bleibe ich auf dem Dock dieses Narren? Und wer sind Sie, mir zu sagen, ich solle mich beruhigen? Ich schätze Ihre Beiträge zu unserer Mission, aber vergessen Sie nicht, dass ich Ihr Vorgesetzter bin. Ich muss den Kopf frei bekommen von der Borniertheit dieses Narren, bevor ich auf meinen Posten zurückkehre. Okay, Leda W. hat Befürchtungen? Ja, Sie haben recht. So viel ist offensichtlich. Ich kann nicht umhin, mich zu fragen, ob noch mehr dahinter steckt als das. Vielleicht hängt er zu sehr an seiner Rolle als oberster Verwalter der Provinzen. Eine Wiedervereinigung mit Königsthal würde unweigerlich dazu führen, dass er Macht und Ansehen aufgeben müsste. Okay, dann haben wir noch die Kark. Ich verstehe.
Er ist besorgt, dass unsere Anwesenheit einen Befall durch die Zwitscherer auslösen wird. Das Bündnis der Worte ist sicherlich bereit, ihm zu versichern, dass unsere Ermittlungen ihn nicht ungeschützt den Angriffen der Kaak aussetzen werden. Okay. Nochmal zurück. Das ist ja so ein bisschen ein kleines Minigame. Mal gucken, mit wem wir jetzt hier sprechen müssen. Und wieder einmal hallo, Entdecker. Okay. Ja, voller Gefahren. Die Provinzen liegen unangenehm nahe an Kaak-Gebiet. Als Heimat der Dunkelheit sich zum ersten Mal mit den Provinzen verband, löste es regelmäßige Angriffe aus. Wir haben es kaum geschafft, uns mit dem bescheidenen Militär, das wir zu... Okay, das hatten wir schon. Ich wünsche eine angenehme Reise. Gucken wir mal, ob wir nochmal mit dem königlichen Vogt sprechen können. Ah, die stille Person von unserer enttäuschenden Vorstellungsrunde. Ah, jetzt können wir, wenn sie helfen, könnten wir, was die Bedrohung durch die Kaak angeht. So wenden wir Gewalt an und lösen das Problem dauerhaft oder jeden Preis zu vermeiden. Ja, die Bronen sind jetzt allerdings jetzt ein Freund von Gewalt. Wir probieren es mal. Endgültig? Sie auszulöschen ist ihre Lösung? Eine Spezies einfach so auszurotten. Ich hatte es so verstanden, dass sie unsere Provinzen auf der Suche nach wissenschaftlicher Erkenntnis aufgesucht haben. Nicht auf der Suche nach Blutvergießen. Sehen diese Flossen für sie etwa wie terranische Gliedmaßen aus? Nicht alle Bewohner dieser Galaxie sind von maßloser Barbarei getrieben. Nein, danke. Wenn wir den Frieden erhalten können, so werden wir dies auch tun. Okay. Das war zu erwarten. Vielleicht könnten wir die Beziehung zu Nila nutzen. Ich bin mir der königlichen Verbindungen von Nila T durchaus voll bewusst. Halten Sie mich etwa für irgendeinen belanglosen zweitrangigen Funktionär, der käuflich ist und weiterverkauft werden kann? Bestechbar? Vom Meistbietenden? Sie schätzen mich falsch ein. Und Sie schätzen Nila T falsch ein. All unseren Differenzen zum Trotz kann ich mir nicht auch nur ansatzweise vorstellen, dass sie sich auf so eine schäbige Herangehensweise einlassen würde. Natürlich ersehne ich mir die Rückkehr der treibenden Provinzen in die warme Umarmung der Heimatwelt. Aber was für ein Diener des Volkes wäre ich, wenn ich dies auf Kosten des Wohlergehens derer täte, die in meiner Obhut stehen? Ich finde in Ihren Worten keine Beruhigung, nur Abneigung. Meine Hauptsorge gilt dem Wohlergehen der Boronen in den Provinzen. Ihre Expedition wird sie unnötigen Gefahren aussetzen. Leda Weh, hier spricht Numan Karet. Sie haben wohl den Einfluss des Bündnisses der Worte unterschätzt, als auch die Bedeutung, die es für das Sprungtor-Netzwerk hat, sich wieder mit Königsthal zu verbinden. Genau in diesem Moment beraten sich unsere Repräsentanten mit unseren Verbündeten. Auf der Tagesordnung steht die Frage, wie und ob mit den treibenden Provinzen Handel getrieben werden soll. Ihre lächerliche Behinderungstaktik lässt mir keine andere Wahl, als ihnen den Arm, die Flossen zu verdrehen. Wenn ihre Wirtschaft ihre Priorität ist, dann halte ich die Schlüssel in der Hand, um sie aufzuschließen. Erpressung? Sie, Numan Karet, sind kein Wissenschaftler. Sie sind ein Bandit und ein Scharlatan. Und doch lassen Sie mir keine andere Wahl, als auf Ihre gefährlichen Forderungen einzugehen. Aber merken Sie sich meine Worte. Sie haben sich hier in den treibenden Provinzen keine Freunde gemacht. Eines Tages könnten Sie das vielleicht bereuen. Nachdem das Tor in wachsamer Blick reaktiviert wurde, verbleiben unseres Wissens nur noch 3 weitere ruhende Tore im Raum der Provinzen. Eines befindet sich in Meer der Fantasie, ein weiteres in Karge Küste.
Das letzte wurde von Spähern in Heimat der Dunkelheit entdeckt. Wenn Heimat der Dunkelheit wie eine Vorahnung klingt, werden Sie den Namen vielleicht als passend empfinden. Dort gibt es einen erheblichen Ka'ak-Befall. Igitt! Schon wenn ich den Namen ausspreche, kribbeln meine Flossen. Doch ich muss in dieser Sache festbleiben. Lassen Sie sich unter keinen Umständen mit den Ka'ak ein. Unter gar keinen. Jede Interaktion mit ihnen führt zu einem horrenden Konflikt. Sie haben unser Wort, Leader W. Wir werden alles tun, was in unserer Macht steht, um unangemessene Provokationen zu vermeiden. Vielen Dank. Und dürfte ich Ihnen ein Geschenk darreichen, als Zeichen des guten Willens, unsere Auseinandersetzung hinter uns zu lassen? Wir haben für Sie ein Kampfschiff vorbereitet. Ein bescheidenes Geschenk, aber es kann Ihnen hoffentlich in den kommenden Zeiten von Nutzen sein. Entdecker, Sie haben gut daran getan, uns den Zugang zu sichern, damit wir unsere Mission fortsetzen können. Bitte betrachten Sie das Speerschiff als das Ihre. Möge es Ihnen gute Dienste leisten. Okay, wir sollen jetzt an Bord unseres geschenkten Schiffes gehen. Handelsbeziehungen wurden jetzt, ja, so ein bisschen widerwillig aktiviert. Wir haben jetzt ein erstes Schiff bekommen und da ist es. Ja, ein kleines Speerschiff. Dann werden wir doch mal da einsteigen. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie? Okay, machen wir mal hier den Setup wieder an. Marco. Ah, okay. Wir müssen die ruhenden Tore untersuchen, um den nächsten Schritt unserer Expedition zu gestalten. Mir ist das Tor im Meer der Fantasie bereits bekannt. Wenn du mir die nötige Ausrüstung zur Verfügung stellst und mir ein paar Hinweise gibst, was genau ich tun soll, wäre es mir eine große Freude, dir zu helfen. Ausgezeichnet. Das Bündnis wird karge Küste untersuchen. Bleibt nur noch die Frage nach dem letzten Sprungtor. Dessen Lage etwas prekär ist. Entdecker, Sie haben sich bislang ausgezeichnet bewährt. Setzen Sie diesen neuen Jäger, den Sie da haben, gut ein. Finden Sie Heimat der Dunkelheit. Es scheint, dass Sie für diese Aufgabe am besten geeignet sind. Oh, das ist ein extrem wendiges Schiff. All die Male, in denen ich davon träumte, mit meinen boronischen Artgenossen wieder vereint zu werden, wäre es mir nie in den Sinn gekommen, sie in solch dürftigen Lebensumständen zu sehen. Ich weiß, dass das Bündnis Kommunikationen von Königsthal erhalten hat. Aber diese wurden schon vor Jahrzehnten abgeschickt. Hoffentlich ist es ihnen hier besser ergangen als den Boronen. Ich bin gespannt auf den Inhalt ihrer Nachrichten. Wie viel genau von ihren vorläufigen Erkenntnissen haben sie wohl mit ihren Kollegen vom Bündnis geteilt? Wenn wir erst einmal Zugang zu den Daten der beiden Sprungtore haben, will das Bündnis vielleicht wirklich auch von unserer Seite aus Experimente durchführen. Der Versuch, Sprungtore zu manipulieren, wäre ein unglaublich aufwendiges Unterfangen. Dennoch scheint es, als sei Numan Karet sehr zielstrebig bei dem ganzen Vorhaben. Können Sie sich die Möglichkeiten vorstellen, die sich uns eröffnen würden, wenn wir diese Sprungtore nach Belieben manipulieren könnten? Dank der neu eröffneten Handelswege haben wir den Wiederaufbau unserer Werft eingeleitet. Sie sind selbstverständlich herzlich eingeladen, uns bei unserem Unterfangen zur Seite zu stehen. Ihre Bemühungen werden natürlich lukrativ vergütet werden. Okay, jede Menge Arbeit. Komplex für veredelte Güter. Ja, die Waffen sind vom... Ich ja... ganz nett. Und wir wurden Aliens genannt, fand ich auch ganz nett. Erinnert mich so ein klein bisschen an einen Film von damals. Ja, hier sind auch Stationen.
die auch mit plus 5 vom Ruf her alle her, ja, wo wir überlanden dürfen. Dann machen wir jetzt uns mal mit dem Schiff hier auf den Weg. Haben jetzt hier schon, ja, den zweiten Sektor inne und dürfen auch jetzt hier direkt schon zum nächsten fliegen. Ich bin an meinem zugewiesenen inaktiven Sprungtor angekommen. Ich werde sofort mit den Ablesungen beginnen. Erreiche System, Heimat der Dunkelheit. Heimat der Dunkelheit. Unseren Archiven zufolge gab es etwa hier im Sprungtor-Netzwerk einst eine Xenon-Präsenz. Ich frage mich, was aus ihnen geworden ist. Ach, tatsächlich? Dann haben wir ja Glück, dass unsere Systeme nicht direkt mit einer Xenon-Hochburg verbunden waren. Angesichts des Zustands unseres Militärs hätten wir auf keinen Fall überlebt. Versuchen Sie nun, das inaktive Sprungtor in diesem System zu lokalisieren. Aber sei vorsichtig. Sei sehr vorsichtig beim Navigieren. Wir müssen unser Wort halten und die Kaak meiden. Du musst dich auch vor den anderen Gefahren in dem Gebiet in Acht nehmen. Ich würde empfehlen, dass du dich dicht an den Asteroiden hältst. Sie scheinen ein hervorragender Indikator dafür zu sein, wo dein Schiff keinen Schaden erleiden wird. Okay, da hinten hätten wir auf jeden Fall einen K-Cluster. Ja, wir scannen mal den Raum hier. Das hier sieht nach K-Clustern aus oder Schiffen. Wir fliegen einfach mal oder wir peilen mal hier oben den Bereich an. Haben wir hier noch diese komischen Gebilde? Mal gucken, um was es sich da handelt. Leerer Raum. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Sektor. Ich finde die Waffen echt cool gemacht. Aber das sind hier nur diese Pelzformationen, wie wir sie schon aus anderen Sektoren kennen, aber hier blitzt es immer gerne mal auf. Mhm. Und da hinten hätten wir doch ein Tor. Unbekanntes Objekt. Hülle beschädigt. Oh. Oh, das war aber gar nicht nett. Nähern Sie sich der Gondel des Sprungtors. Versuchen Sie eine Messung zu bekommen. Ja, gut getan hat aus dem Schiff hier auf keinen Fall. Wir sind hier echt durch gefährliches Gebiet eben durch. Dann werden wir mal uns die Gondel anschauen. Wissenschaftlicher Fortschritte können wir uns einen Reim aus einigen der Daten machen, die wir abrufen können. Es scheint offensichtlich, dass einige der Daten wohl die Koordinaten anderer Sprungtore darstellen. Ob das bedeutet, dass diese Tore in ferner Vergangenheit miteinander verbunden waren, ist reine Spekulation. Vielleicht hatten die Erbauer uns unbekannte Gründe dafür, dass bestimmte Sprungtore eine besondere Kompatibilität aufwiesen. Die große Mehrheit der Daten in diesen Caches bleibt für uns alle ein leidiges Rätsel. Okay, wir scannen jetzt mal hier die Gondel. Oh, dauert auch ein bisschen. Ja, wie ich sagte, ne, also wir sind hier im Tyrannergebiet.
Deswegen auch das mit der Erde. Wir haben alles von dieser Gondel erfasst, auf das wir Zugriff haben. Begeben Sie sich nun zu der auf der gegenüberliegenden Seite. Diese Daten sehen recht vielversprechend aus. Ich bin gerade dabei, all dies an unser Wissenschaftsteam weiterzuleiten. Okay, der Scan ist gleich durch. Besorgniserregende Fluktuation in den Energiesignaturen. Ah ja. Schön. Jäger. Überlebe heißt, wir greifen die nicht an. Waffen sind schon mal vielversprechend. Sie haben tapfer gekämpft, Entdecker. Ja, es war beeindruckend, wie du dein Können unter Beweis gestellt hast. Ich hoffe nur, dass diese Aufregung nicht zu einer schwerwiegenderen und unerwünschten Reaktion führt. Unser Wissenschaftsteam hat sich die Daten angesehen, die Nila T aus dem Cache holen konnte. Wir haben die Untersuchung des Caches von Heimat der Dunkelheit zwar noch nicht abgeschlossen, aber er ist recht offensichtlich das vielversprechendste der Sprungtore. Trotz der zusätzlichen Herausforderungen in Form der Karg. Gefährlicher, vielleicht. Aber ich fürchte, dass es auch in Meer der Fantasie nicht gut läuft. Der Planet des Systems ist verwüstet und völlig unbewohnbar. Vielleicht können die Provinzen, sobald sie ihre Wirtschaft wieder aufgebaut haben, ein wenig Terraforming betreiben. Im Moment jedoch braucht diese Expedition sie, um eine sichere Passage für eine größere Flotte zu kartieren, die durch Heimat der Dunkelheit navigieren soll. Sie können Navigationsbarken verwenden, um eine geeignete Route zu ermitteln. Halten Sie sich aber von den Karak-Installationen fern. Okay. Auch von den anderen gefährlichen Regionen. Selbstverständlich. Zögern Sie nicht, Ihre Karte zu konsultieren, um einen besseren Überblick über die anstehende Aufgabe zu erhalten. Okay, also wir sollen jetzt hier Navigationsbarken aufstellen. Gut, das ist ja erstmal kein Problem. Oder auch doch. Okay, wir sollen eine sichere Verbindung schaffen. Ah, da haben wir schon unsere erste Quest. Da hinten blitzt es ganz schön. Das ist gar nicht so ungefährlich im Sektor. Und damit hätten wir jetzt nun endlich die Boronen hier in unserem X4 mit drin. Und ich freue mich schon darauf, da noch mehr zu erkunden und zu sehen. Und ja, dann machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Dann schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.